Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion! Der 23. Februar dieses Jahres, er war für Reni Salzmann ein bewegender Tag. Sie war aus Israel nach Frankfurt am Main gekommen, um an ihre Tante Plankas Mikro zu erinnern, die am 23. Februar 1992 durch einen schwedischen Rechtsterroristen auf offener Straße ermordet wurde. 26 Jahre hatte es bis zu seiner Verurteilung gedauert, obwohl er kurz nach der Tat bereits verdächtig war. 30 Jahre hat es gedauert, bis die Stadt Frankfurt am Ort des Attentates eine Gedenktafel errichtete. Der Anstoß, er kam aus der engagierten Zivilgesellschaft über eine erfolgreiche Petition von Ruben Gerschikow. Warum erzähle ich dies? Diese Geschichte zeigt für mich, Erinnerung ist keine Selbstverständlichkeit. Erinnerung ist ein aktiver Akt, Aneignung und das Weitererzählen der Geschichte der Opfer. Will der Nationale Gedenktag für die Opfer des Terrorismus kein Anlass für ein passives oder gar ritualisiertes Gedenken sein oder werden, dann muss er zuerst nicht die Institutionen, die Beauftragten, die Offiziellen bemühen, sondern mit den Betroffenen gemeinsam eine würdige Form und einen Inhalt finden, der deren Trauer, aber auch deren Anliegen Raum gibt. Ich meine, konsequent wäre, das Protokoll für diesen Tag in die Hände der Opfer zu legen. Die Vertreter und Vertreterinnen des Staates, der Behörden, der Politik, sie sollten lieber diesen Tag zum Anlass nehmen, sich die Frage zu stellen, warum Zuständige in den Sicherheitsbehörden Terror nicht verhindert haben. Warum die Bekämpfung des Terrorismus zum Spielball jeweiliger politischer Interessen gemacht und zur Profilierung genutzt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was meine ich damit? Was meine ich mit dieser Profilierung? Auf jeden Anschlag folgten bisher routiniert die Forderungen nach mehr Überwachung und Gesetzesverschärfung. Aber das konkrete Handeln der Ermittlungsbehörden im Vorfeld und der Justiz im Nachgang ließ die, um die es heute geht, ließ die Angehörigen und Verletzten oft ratlos bis wütend zurück, ob NSU, Breitscheidplatz oder Hanau. Man hat den Eindruck, dem Schließen der Akten galt mehr Energie als dem Ausleuchten der Netzwerke. Und Untersuchungsausschüsse waren für einige in den Behörden ganz offensichtlich und spürbar Störenfriede. Ansprüche und Forderungen der Angehörigen wurden allzu oft abgewehrt und nicht aktiv beantwortet. Der Bundesverband für die Beratungsprojekte zu diesem Thema begrüßt, wie auch ich, das klare Signal, das mit der Entscheidung der Bundesregierung für diesen Gedenktag gesetzt wurde. Erforderlich ist jetzt ein in der Praxis verbesserter Opferschutz, aber auch erfolgreiche Präventionsarbeit und effektive Strafverfolgung und Aufklärung von terroristischen Taten. Erforderlich Kollegin. Ist auch Abschiebeschutz für Opfer rechter und rassistischer Gewalt und Terror, wie in den Schlussfolgerungen der NSU-Untersuchungsausschüsse gefordert. Eingangs sprach ich von der Notwendigkeit aktiver Erinnerung. Sie ist auch dies, rückhaltlose Aufklärung und Schutz aller von Terror Bedrohten endlich Realität werden zu lassen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Uli Grötsch für die SPD-Fraktion.